In den USA steht die Zinswende bevor, meine Damen und Herren. Und das heißt, Aktien mit hoher Dividende, zuverlässige Dividendenzahler, rücken dann vermehrt wieder in den Fokus von Investoren. Und das könnte die Kurse dieser Aktien nach oben treiben, beziehungsweise hat es sogar schon getan. In den letzten Monaten sind die Aktien von vielen hochwertigen Dividendenzahlern bereits deutlich gestiegen und dennoch sind teilweise auch diese Aktien noch günstig bewertet. In diesem Video gucken wir uns vier Qualitätsaktien an mit eben entsprechend hoher Dividende und werden uns anschauen, ob diese Aktien nach wie vor eine attraktive Renditeerwartung bieten. Mein Name ist Thorsten Dill, hier geht es ums Investieren in Qualitätsaktien und an der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung natürlich. Auf der einen Seite handelt es sich hier bei den vier Aktien um Aktien mit einem sehr soliden Geschäftsmodell meines Erachtens, wo das Risiko nach unten begrenzt ist. Auf der anderen Seite, Aktie bleibt natürlich Aktie und ein Risiko haben wir deshalb immer. Deshalb bitte mit entsprechender Vorsicht und Bedacht handeln, wenn ihr dann entsprechend handeln möchtet. Wichtig an der Stelle auch ist immer, die Aktie soll zu eurer Anlagestrategie passen. Das heißt, wenn ihr jetzt eher auf dem Ten-Bagger aus seid, werdet ihr hier vermutlich weniger fündig. Auf der anderen Seite, ich zeige jetzt hier so ein paar interessante Insights, wie ihr Aktien schön bewerten könnt. Das könnt ihr dann auch für Tech-Aktien benutzen und wie ihr Aktien auch so ein bisschen miteinander vergleichen könnt, weil das ist ja auch was, was oft passiert. Ich habe zwei Aktien, die würden beide dem Depot gut stehen. Da muss ich die erfolgversprechendere aussuchen. Wie kann ich das machen? Also ich denke, das wird schon ein ganz interessantes Video. Ich bin übrigens nicht im Aktienfinder-Hauptquartier in Bad Homburg hier. Ich bin hier gerade in einem Hotel unterwegs und bin optimistisch, dann auch bald wieder in Zürich zu sein, am nächsten Börsentag. Das wäre dann nächste Woche am Samstag, sollte man mich da auch antreffen können. So, dann würde ich sagen, eine Geschichte noch, was hohe Dividenden oder Aktien mit einer hohen Dividende attraktiv machen könnte, weil auch damit lassen sich hohe Kursgewinne erzielen. Wenn wir jetzt mal ins Echtgelddepot gehen, dann kann ich auch gleich nämlich den Beweis zeigen. Wir haben damit angefangen zu investieren im letzten Jahr, Anfang des Jahres. Wir haben hier über das gesamte Depot hinweg eine Dividendenrendite aktuell von 3,8%, aber auf unseren Einstandskurs bezogen von 4,5% fast. Und wenn wir jetzt mal hier alle Positionen angucken, nach Kursgewinn sortieren, dann könnt ihr hier sehen, dass, obwohl wir ja monatlich die Aktien ansparen und dadurch bei steigenden Kursen unseren Einstiegskurs verteuern, weil wir immer wieder nachkaufen, haben wir daher teilweise noch recht beachtliche Kursgewinne erzielt. Bei Broadcom über 120%, bei Iron Mountain Reed 75% und hier mehrfach über 30 oder 20% dann und so weiter. Also, Entschuldigung. Ihr könnt sehen, Kursgewinne lassen sich auch, oder schöne Kursgewinne lassen sich auch mit Aktien erzielen, die eine hier dicke Dividende ausschütten. Jetzt aber zum Aktienfinder und zu den vier Aktien, die ich mir mal ausgesucht habe. Die ersten zwei sind REITs. Und dann machen wir mal einen Qualitätsfilter, den wir hier anwerfen. Machen wir hier mal USA, da spielt ja die Musik bei den REITs. Immobilien, es handelt sich hier um Immobilienwerte. Und da wird dann anstatt des bilanzierten und des bereinigten Gewinns der Funds for Operations genommen, um entsprechend zu messen, wie die Gewinnentwicklung dieses REITs stattfindet, verläuft. Stabilität des Gewinns 0,9, das heißt sehr stabile, zuverlässige Gewinnentwicklung. Wir wollen dasselbe auch für die Dividende sehen. Und ich würde sagen, die Dividendenrendite soll bei über 3% liegen. Und dann haben wir hier noch 15 amerikanische REITs, die den Kriterien entsprechen. Und ich habe ja schon gesagt, eingangs, dass die Aktien relativ gut gelaufen sind. Und wenn man hier mal seht, auf 3 Monate und auf 6 Monate die Kursgewinne, dann seht ihr hier alles grün und sehr vieles im deutlichen zweistelligen Bereich schon, was die Kursgewinne angeht. Jetzt kann man sagen, ist leider zu spät gekommen. Nicht unbedingt, weil, wenn wir hier hingehen, hier könnt ihr zum Beispiel sehen, indikativ für unterschiedliche Multiples, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, wieder auf den FFO bezogen, bilanziert, bereinigt, also für der AFFO, auf den operativen Cashflow, auf den Umsatz, auf die Dividendenrendite etc. Ist die Aktie noch günstig oder teuer? Das ist immer vergleichen im 10-Jahres-Schnitt der jeweiligen Kennzahlen. Und da seht ihr hier, oft ist die
ist das hier grün mit einem Minus und dann steht da hier noch so ein Dollarzeichen. Dann hast du eine aktuelle Unterbewertung der Aktie basierend auf dem historischen der letzten 10 Jahre. Also ihr seht, basierend auf den 10-Jahres-Mittelwerten sind viele dieser Aktien und viele Indikatoren immer noch unterbewertet. Und was auch noch interessant ist, das sind diese Delta-Spalten hier. Natürlich ist die Dividendenrendite immer interessant. Die liegt hier, die könnt ihr hier sehen. Liegt bei über 3%, haben wir entsprechend gefiltert, bis über 6% teilweise. Das ist quasi der absolute Wert. Und hier kommen so relative Werte, also Delta-Spalten, könnt ihr hier sehen. Für die jeweilige Aktie nehmen wir mal hier diese Invitation Homes, ob die Dividendenrendite im historischen Mittel für diese Aktie hoch oder niedrig verläuft. Wir nehmen mal hier mit American Apartment Companies. Das ist eine Aktie, deren Dividendenrendite fällt im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 12 Monate, also zum Durchschnitt des letzten Jahres, um 0,5% niedriger aus. Also das scheint jetzt nicht so attraktiv zu sein. Wenn wir dann nochmal mal so 2 Schritte zurückgehen und dann gucken wir uns mal an, welche Dividendenrendite die Aktie aus 5 Jahressicht hatte, also welchen Mittelwert, und vergleichen es mit der aktuellen Dividendenrendite, dann sehen wir, die aktuelle Dividendenrendite liegt immer noch hier 0,67% über dem 5-Jahres-Mittelwert der Aktie. Also langfristig gesehen erscheint es immer noch attraktiv. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen näher ins Detail und gucken uns 2 Aktien näher an. Da habe ich mir jetzt mal Realty Income und den NN REIT ausgesucht. Die kann man sehr gut miteinander vergleichen. Haben nämlich das gleiche Geschäftsmodell, sind 2 Einzelhandels-REITs. Realty Income habe ich schon relativ oft besprochen. Ganz kurz nur so ein paar Eckpunkte. Zahlen jetzt, haben jetzt die 650. Dividende angekündigt, Monatsdividende. Ich habe die übrigens auch im Depot und der steht nochmal keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Sie betreiben sie haben ungefähr 15.500 Immobilien, Klammer auf Läden, die sie vermieten an Einzelhandel in Einkaufszentren, die eben Realty Income betreibt. Insgesamt sind es über 1.500 Mieter mit sehr vielen großen Aktiengesellschaften auch dabei. In Summe sehr solide, haben auch eine sehr, sehr niedrige Leerstandsquote oder beziehungsweise Rate von knapp über 1%, also fast 99% ist vermietet. Und es gibt ein paar Probleme, Mieter natürlich wie immer, AMC, Red Lobster, was habe ich mir noch aufgeschrieben, Walgreens jetzt auch, die Apothekenkette. Aber in Summe halte ich das für eine sehr gute für einen sehr guten und zuverlässigen Dividendenzahler, ich sage es mal so. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Dividendenhistorie, also das Chartlayout, sieht man übrigens hier schön, wie die FFOs die ganze Zeit hier steigen. Nein, wenn wir uns jetzt mal die Performance angucken, dann sehen wir, dass die meiste Performance, das ist jetzt auf 10 Jahre bezogen, von der Dividende kommt, nämlich 61,7%, um genau zu sein. Und wir hätten auf 10 Jahre das eingesetzte Kapital vor Steuern verdoppelt. Das ist nicht so riesen viel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir hier, wenn man hier richtig eingestiegen wäre, vor kurzem hier im Oktober letzten Jahres, hätte man hier schon über 30% Rendite eingefahren. Das heißt, die Aktie ist vielleicht einfach unterbewertet auch und von daher die relativ durchwachsene Performance, sage ich mal, mit Kurs, mit 100% Rendite, mit Dividende. Aber wenn wir hier sehen, die FFO, die steigen ja die ganze Zeit, ist die Aktie damit unterbewertet und umso interessanter. Schauen wir uns mal die Multiples an. Und dann nehmen wir vielleicht das ein AFFO auch, das Multiple hier. Speichern das Ganze mal. Und was man hier schön sehen kann, denke ich, das ist, dass wir haben hier aktuell ein Multiple von 14,5 und im Schnitt lag es bei 18. Das heißt, im 10-Jahres-Schnitt, hier mal 10 Jahre. Das heißt, die Aktie Realty Income wird immer günstiger bewertet. Und obwohl wir jetzt wieder eine Erholung hatten jetzt in den letzten Monaten, ist die Aktie immer noch deutlich günstiger bewertet als im 10-Jahres-Mittel. Und das heißt, wir hätten hier vielleicht so eine schöne Renditeerwartung aufgrund einer immer relativ günstigen Bewertung. Wenn wir jetzt mal bewerten wollen, dann können wir mal gucken, wir gehen ja jetzt gleich hier beim fairen Wert rein und gucken jetzt nochmal an, was für eine Renditeerwartung wir da haben. Hier out of the box, basierend auf dem 10-Jahres-Schnitt, das waren hier die 18, hier sind 17,9. Ich hatte nicht genau 10 Jahre ausgewählt scheinbar. Dann kann man hier sehen, wie hoch die Renditeerwartung wäre. Und hier würde dann hier liegen, da wäre jetzt dann der faire Wert Ende 2026 bei 80 Dollar.
Das wäre dann hier eine Renditeerwartung von jährlich 17,2% hier über 2,5 Jahre und knapp 2,5 Jahre. Es ist aber für mich zu sportlich. Ich würde jetzt das KGV noch unten korrigieren. Wie kann man da auch vorgehen? Unter anderem, man geht einfach hier hin, das Multiple, und guckt sich mal an. So würde ich mal das hier alles rausnehmen, wo die Multiples noch hoch waren, und entweder hier anfangen, da war aber der Corona-Crash. Oder vielleicht hier Anfang 2022, das würde ich jetzt mal machen. Da gehe ich jetzt mal hier bis Anfang 2022. Da wähle ich mal den Zeitraum hier aus. Das hier fließt nicht in die Durchschnittsberechnung rein. Oder? Mal gucken. Das waren 15,2. Genau, fließt nicht rein. Dann hätten wir hier ein KGV von 15,3. Und das nehme ich jetzt für die Bewertung der Aktie. Gehe ich jetzt hier zurück. Mache jetzt hier mal 15,3. Da wäre jetzt die Aktie jetzt immer noch leicht deutlich günstiger bewertet als aktuell. Und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung nach unten korrigiert von 10,4%. Und der faire Wert liege dann jetzt noch bei 68 US-Dollar. Die Aktie war schon deutlich teurer, unmittelbar vor Corona. Da haben die schon 75 US-Dollar gekostet. Und das halte ich immer noch für relativ attraktiv. Jetzt gucken wir uns mal den anderen REIT an. Das wäre der NNN REIT. Was da rauskommt. Und erstmal hier die Performance. Das sieht man, der hat ein bisschen schlechter performt als Realty Income auf 10 Jahre. Hier 75% Rendite. Beim Realty Income war es 100% Rendite. Und hier noch ein höherer Anteil der Rendite ist der Dividende zu verdanken. Und hier im Qualitätscheck sieht man das. Hier bei 2009 hat er sich ein bisschen schlechter geschlagen als Realty Income. Wenn wir uns die aktuellen Zahlen angucken, hat er aber eine noch niedrigere Leerstandsquote tatsächlich, NNN REIT, als Realty Income. Hier mal ganz kurz so ein paar Stichworte noch zu dem REIT. Die haben jetzt nicht 1.500 Mieter, die haben 375 Mieter. Die haben jetzt nicht 15.500 Läden, Immobilien, die sie vermietet haben. Die haben 3.500 Mieter, Läden bzw. Immobilien, die sie vermietet haben an Einzelhändler, sind also jetzt etwas kleiner unterwegs, haben aber eine noch niedrigere Leerstandsquote. Die haben eine Leerstandsquote von lediglich 0,6%. Und da schauen wir uns jetzt mal an. Auch die Dividendenrendite. Und die liegt hier bei für etwas über 5%. Und die lag früher bei 6,3% vor kurzem noch. Das liegt so im 5-Jahres-Mittel. Ah, weiß gar nicht, bei Realty Income habe ich das, glaube ich, vergessen. Wenn wir uns das bei Realty Income auch machen, da sieht man hier im Prinzip den gleichen Verlauf. Und die aktuelle Dividendenrendite liegt da bei 5,2%, ganz, ganz leicht höher. Und die ist aber noch immer deutlich höher als im 5-Jahres-Schnitt. Während die Dividendenrendite beim NNN-REIT im Prinzip jetzt im 5-Jahres-Schnitt ist. Ganz leicht drüber. Und wir gucken uns mal die Multiples an. Da sehen wir auch was Interessantes. Nämlich, wenn wir gleich in den Vergleich hier gehen und wir holen uns hier Realty Income raus. Realty Income ist hier. Dann können wir sehen, dass Realty Income mit einem Premium gehandelt wird. Das heißt, deren KGV, immer auf den FFO bezogen, ist höher als beim NNN REIT. Hier war es mal kurzfristig im Prinzip das Gleiche und dann wurde hier immer mit einem Premium gehandelt. Und das Premium existiert bis heute. Wir haben hier aktuell beim NNN REIT ein KGV von 13,5 und bei Realty Income von 14,5. Also ein Punkt quasi mehr. Und wir sehen aber auch hier quasi im Prinzip, dass es mehr oder weniger parallel verläuft von der Bewertung her. Und bei REITs ist auch immer ganz wichtig noch das Zinsniveau, auch deshalb, weil REITs ja viel Fremdkapital finanziert sind. Und wenn die Zinsen nach oben gehen und nach oben bleiben, dann wird die. Dann ist die Kreditaufnahme entsprechend teurer. Und jetzt, wenn die Zinsen sinken, dann werden die wieder entlastet. So, und wenn wir jetzt hier auch gucken wollen, was die Bewertung angeht, dann würde ich hier auch das KGV quasi ab 2022 nehmen, so wie ich es bei Realty Income gemacht habe. Das wäre das hier. Und dann kommen wir hier auf ein KGV von 13,2. Und das geben wir da mal ein. Dann gucken wir uns die Renditeerwartung an. Und hier sehen wir wieder out of the box, wie hoch das quasi wäre. Da wäre jetzt hier die Renditeerwartung basierend auf dem 10-Jahres-Schnitt, das wäre nochmal 16, 14,5. Und ich mache jetzt mal 13,2. Und dann geht es nach unten hier. Und dann kann man es auch schön sehen. Da wäre es eine Renditeerwartung von 6,5%, also unterhalb der von Realty Income. Also Realty Income ist an der Stelle attraktiver. Was man jetzt an hier machen könnte, das wäre, man könnte hier noch die Bewertungslinien einzeichnen.
ein bisschen reinzoomen und dann sagen, okay, ich warte auf den Rücksetzer, hier zum Beispiel bei um die 40 US-Dollar, das wäre hier, und dann sieht man hier, dann wäre nämlich die Rendite erwartet bereits deutlich höher, 12,3%. So viel macht es aus, der Einstandskurs, ob ich 45 oder 40 Dollar habe. Ne? Also, und ihr seht hier, gab es ja immer mal wieder Rücksetzer. Kann natürlich aber auch sein, dass die Aktie einfach weiter wegsteigt, weil ja die Zinsen weiter fallen. Weiß man nicht so genau. Aber was ihr wisst ist, Realty Income erscheint aus meiner Sicht momentan noch attraktiver bewertet zu sein, höheres Renditepotenzial zu haben als NNN REIT. Das wäre das. Jetzt verlassen wir mal kurz die REITs und gucken uns zwei andere Aktien an, die auch ja, sehr populär sind, würde ich mal sagen. Nämlich Philip Morris. Man schreibt Philip Morris mit einem P. Und British, ihr werdet schon wissen, was da kommt jetzt. British American Tobacco. Hier ist sie. Und auch hier könnt ihr sehen, dass die Aktien sich schon relativ gut entwickelt haben jetzt. Also kurzfristig sind die immer mal zweistellig gestiegen von den Kursgewinnen her. Philip Morris hat deutlich besser performt, insbesondere auf 5 und 10 Jahre. Dafür ist die Dividendenrendite hier bei British American Tobacco fast doppelt so hoch wie bei Philip Morris. Auch hier dann die Frage, so, in welche Tabakaktie, falls man in Tabakaktien investieren will, auf welche Tabakaktie soll ich denn jetzt setzen? Hier ist übrigens ein Sonderfall beim Qualitätsscore. Seht ihr, wie niedrig der ist bei British American Tobacco. Kommt dadurch zustande, weil hier beim bilanzierten Gewinn, die eine Abschreibung gemacht haben bei British American Tobacco, auf viele ihrer US-Marken im Kerngeschäft der klassischen Zigarette. Und normalerweise würden wir hier, um die Stabilität des Gewinns zu berechnen, die liegt nämlich bei minus 0,29 hier, würden wir den bereinigten Gewinn heranziehen, der ja offenkundig existiert, aber eben es gibt keinen aktuellen bereinigten Gewinn. Aufgrund der Halbjahreszahlen wurde da nicht veröffentlicht, deshalb sind wir, ist dann der Fallback der bilanzierte Gewinn und der sieht eben hier nicht besonders gut aus. Aber wir können das ignorieren, das war jetzt nur kurz erklärt, bevor dann die Fragen im Kommentarbereich kommen. Jetzt wisst ihr das. Und das ist nicht zahlungswirksam, das sieht man auch am operativen Cashflow hier. Der läuft einfach schön weiter. Das Management hat sich entschlossen, die Abschreibung zu machen, was an sich schon mal gut ist. Man spielt mit offenen Karten, das heißt nicht, dass die Marken nichts mehr wert sind. Das heißt einfach nur, dass die restliche Lebensdauer abgeschrieben wurde von Marken wie Davidoff etc. in den USA, weil es eben eine starke Konkurrenz gibt in den USA bezüglich ja, auch mit illegalem Vapor beispielsweise und natürlich ja, weil die klassische Zigarette ein Auslaufmodell ist, schlicht und einfach. Da hat Philip Morris deutliche Vorteile, die sind sehr aggressiv unterwegs, positiv aggressiv unterwegs, was die Transformation zum rauchfreien Unternehmen angeht. Tatsächlich, die machen ja bereits hier im letzten Geschäftsjahr bei ein Drittel ihrer Umsätze mit den Next Generation Products, haben sogar ein neues Business aufgemacht, Wellness and Healthcare, wo sie jetzt im Medizinbereich quasi unterwegs sind, wo sie ihre Kenntnisse, die sie gewonnen haben, im Leute krank machen, jetzt für Leute gesund machen wieder, über Inhalationstherapie, ne? Inhalieren, da sind sie ja gut drin und natürlich auch mit Naturheilprodukten, weil letztendlich ist ja Tabak, der klassische Tabak auch ein Naturprodukt, auch wenn es nicht gesund ist, wo dann ja auch Blätter verarbeitet werden. Damit kann man natürlich auch Leute heilen, theoretisch. Und das versuchen sie hier zu machen. Aber das Geschäft ist noch nicht wesentlich. Die Next Generation Products sind quasi wesentlich für den Geschäftserfolg. Und es läuft ganz gut. Philip Morris ist hier der Trendsetter. Gucken wir uns mal die Dividendenrendite an. Die liegt bei, die Performance wollen wir uns doch zuerst angucken, oder? So, da wäre sie. Auf 10 Jahre hier, und das seht ihr, Realty Income Niveau, also auch hier jetzt keine Aktie, die einen reich gemacht hätte, aber 94% Rendite, natürlich alles vor Steuern. Und hier könnt ihr sehen, wie der Aktienkurs jetzt seit jüngstem ganz deutlich angezogen ist. Hier 30%, auch ähnlich wie Realty Income, aber in einem kürzeren Zeitraum seit April diesen Jahres. Und
Wir gucken jetzt mal die Multiples an, weil wir jetzt wissen wollen, was für eine Renditeerwartung wir da haben. Und wir können hier sehen, dass wir hier ein KGV haben, mittlerweile auf den Bereichen Gewinn von knapp 19. Das heißt, scheint ja schon relativ viel zu sein. Und wir sehen hier aber, die Aktie hatte bereits ein KGV gehabt von 26. Darauf basierend ist es wiederum niedrig. Jetzt würde ich hier mal hingehen und für die Bewertung von Philip Morris auch wieder vorsichtig hantieren. Nämlich würde ich jetzt nicht das durchschnittliche KGV nehmen, hier von 17,5 an der Stelle, sondern einfach das hier. Von der Zeit, als die Zigaretten, das ist nämlich hier branchenübergreifend, diese KGV-Entwicklung typisch, dann günstiger bewertet gewesen sind mit dem Abschlag. Und dann hätten wir hier ein KGV von 15,8. Da wäre jetzt also, der wäre jetzt die Aktie quasi teuer. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, das ist hier Philip Morris, Bewertungslinie mache ich weg. Das sehen wir hier erstmal wieder out of the box. Hätten wir jetzt eine Renditeerwartung hier bis zum Ende 2027 von fast $140 ja, aufs Jahr, eine Renditeerwartung von 11%. Wenn wir jetzt, was haben wir gesagt gehabt? Hier 15,8. Wenn wir jetzt die 15,8 nehmen, dann gehen wir jetzt deutlich nach unten. Und dann haben wir noch eine Renditeerwartung nach dem starken Kursanstieg hier von 6%. Das wäre jetzt also auch ein Fall, wo ich sagen würde, okay, das sollte man da vielleicht noch mal auf eine Korrektur warten, sofern sie denn kommt. Vielleicht bei hier um die $100. Dann läge die Renditeerwartung ja schon bei 12%. Also ihr seht teilweise, oder hier, was sieht man hier, bei $110 läge sie bei 9%, was ja immer noch recht ordentlich wäre für einen Hochdividendenwert, wenn man solche jährliche Renditen erzielen könnte. Ihr seht, also da müsst ihr halt auch entsprechend vorsichtig sein. Es kommt extrem stark darauf an, wie ihr bewertet. Ob ihr eher konservativ bewertet, und das mache ich, um halt echte Schnäppchen zu finden, oder ob ihr quasi das einfach das nehmt, was out of the box da quasi rausputzelt. Das ist ja basierend immer auf den 10-Jahres-Durchschnittswerten. Und gerade bei Aktien, das ist sowohl bei den REITs der Fall, als auch bei den Tabakaktien, wo es eben auf den 10-Jahres-Schnitt extreme Abschläge gab, weil es früher halt höher bewertet wurde, die Aktie, als heute, macht es halt große Unterschiede. Deshalb habe ich mir Tabakaktien und auch die REITs ausgesucht. So, jetzt gucken wir uns mal British American Tobacco an, wenn wir jetzt mal hier den Vergleich machen vom KGV. Wir holen jetzt mal British American Tobacco. Dann kann man auch hier sehen, das ist auch lassen wir weg, dann sehen wir hier, dass die mit dem gleichen KGV bewertet waren vorher. Und dass sie jetzt einen sehr starken Abschlag haben, British American Tobacco. Und das heißt, vielleicht ist die Renditeerwartung bei British American Tobacco höher. Gucken wir mal. Bei British American Tobacco würde ich jetzt tatsächlich hingehen und es konservativer zu machen, ich habe hier das durchschnittliche Mittel nehmen für die Bewertung, sondern hier ein bisschen kürzer. Das ist auch nochmal, wo die Aktie nochmal richtig, weil die hat ja nochmal einen Abschlag gehabt hier. So, und es wäre dann das KGV bei 8,2 lediglich. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal beim fairen Wert an. Auch so vielleicht die Performance noch angucken auf 10 Jahre. Das ist Philip Morris. British American Tobacco, das seht ihr hier, 35% im Vergleich zu über 90%. Und beim Kurs ist sogar Kursverluste eingefahren. Die positive Rendite kommt ausschließlich hier durch die Dividende zustande. Und auch hier ist der Kurs angezogen in den letzten Monaten, allerdings nicht so stark wie bei Philip Morris. Hier könnte man auch den Performance-Vergleich machen mit Philip Morris. Ja, fällt ja eigentlich so positiv aus. Hier könnt ihr das dann sehen. Ne? Da erstmal ist es im Prinzip gleich gelaufen, lange Zeit. Und dann hier, Mitte 2020 lief es dann quasi auseinander. So, jetzt noch mal kurz gucken, was es mit dem Multiples war. Wir haben gesagt gehabt, wir bewerten ab hier, glaube ich. Was ist denn hier? Das durchschnittliche KGV, ja, 8,2. Mal gucken, ob er jetzt noch zu einer positiven Renditeerwartung kommt, beziehungsweise wie hoch die ausfällt. So, man sieht ja erstmal extrem, wie hoch die Unterbewertung wäre, theoretisch.
basiert auf dem 10-Jahres-Schnitt, ne, da wäre das KGV bei, also der faire Wert hier, Ende 2026 bei über 51 britischen Pfund und Renditeerwartung jährlich bei 35%. Und wir machen jetzt aber hier 8,2. Und dann sieht man, wie das deutlich nach unten korrigiert wird. Ihr seht auch, dass wir uns jetzt beim KGV orientiert haben. Hier in den Zeitraum so ab 2020 seht ihr hier auch, dass quasi da die Aktie deutlich höher bewertet war und hier ist sie günstiger bewertet gewesen. So, und jetzt gucken wir mal, was wir haben. Jetzt haben wir immer noch ein Renditepotenzial von 15,6%. Das heißt also deutlich höher als bei Philip Morris. Das heißt, aus dieser Sicht wäre jetzt BAT das bessere Investment tatsächlich, was ein höheres Renditepotenzial hätte. Also was man natürlich auch machen kann, ich habe es ja schon gesagt, man könnte theoretisch natürlich auch in beide Aktien investieren. Und lustigerweise, wenn wir hier in das dicke Dividendendepot gehen, lustigerweise haben wir hier auch beide Aktien drin, ne? oder? Ja, hier British American Tobacco, da sind wir quasi, ja, da sind wir quasi bei Null, was den Kursgewinn angeht, haben aber natürlich Dividenden kassiert. Wo ist es denn? Hier Dividenden, 148 Euro, Kursgewinn bei minus 1,20 Euro. Und Philip Morris haben wir auch hier drin. Hier ist Philip Morris. Und da sind wir im Plus. Da haben wir einen Kursgewinn von 24% bzw. von 414 Euro. Und Dividenden von, ich glaube, das ist das hier, ne? 92,13, genau, also ein bisschen weniger Dividenden. Also so kann man es natürlich auch machen. Oder, was ihr auch machen könnt, das ist natürlich, ihr könnt auch vielen anderen Aktien Ausschau halten, die günstig bewertet sind. Qualitätsaktien, Stabilität des Gewinns 0,8, 0,9. Ihr könnt auch gerne den Cashflow dazu nehmen, 0,8, 0,9. Dividendenrendite machen, mindestens 3% zum Beispiel. Und ihr könnt auch hier direkt nach Unterbewertung filtern oder hier filtern nach Aktien, die immer noch günstig bewertet sind, auf den historischen Mittel der Aktie bezogen. Naja, ist dann also noch einiges hier, was ihr euch selber anschauen könnt. Genau. So, meine lieben Freunde, ich werde es dann als Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt in den Kommentarbereich natürlich eure Wunschaktien gerne mal reinschreiben. Vielleicht analysiere ich die eine oder andere Aktie auch. Ich hoffe, es war jetzt auch so ein bisschen was dabei, so systematisch, was ihr verwenden könnt dann für eure eigene Aktiensuche. Und ja, nochmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann spätestens entweder in Zürich nächste Woche oder falls beim nächsten Video, wo ich nicht weiß, ob ich das schaffen werde nächste Woche, weil da ist dann der Zeitplan etwas enger. Okay, alle die Ohren steif. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald so oder so. Ciao.